So, Tag, liebe Leute, und war gerade ein bisschen einkaufen und wollte euch mal zeigen, was ich jetzt ketogen und vegan natürlich, ich als Veganer heute essen werde wahrscheinlich. Hab noch ein bisschen Rest von der Suppe gestern, das war doch ein bisschen viel. Und zum Proteinbedarf heute, zum Proteindecken, habe ich heute mir große Bohnen geholt mit weißen Kernen. Das ist irgendwie ein bisschen anders als die weißen Bohnen. Die haben irgendwie noch mehr Kohlenhydrate. Die haben jetzt gerade mal Kohlenhydrate 9 Gramm. Also ganz gut. Eiweiß 6,2 Gramm. Also hier sind 400 Gramm drin. Wenn ich das von 200 esse, habe ich schon mal 12 Gramm Eiweiß. Und ja, so kann man sich das Ganze dann auch machen. Dazu heute eine ganze Packung Salat hier. Ganz normaler Feldsalat. Eine Banane werde ich mir heute auch noch gönnen und einen halben Pummelhof hier, den werde ich mir auch noch gönnen. Vor dem Training, also die solche Kohlenhydrate, wenn ich jetzt Obst oder sowas esse, esse ich das hauptsächlich vor dem Training, damit ich die Kohlenhydrate, die ich dann dadurch noch intus habe, halt direkt wieder verbrauchen kann. Die geben mir natürlich auch zusätzlich Energie im Training dann. Das ist aber nicht die große Menge, wo man sich jetzt Sorgen drum machen muss und ja. Man muss jetzt auch bei den Bananen oder so nicht darauf achten, dass die mega reif sind, irgendwie schon braun sind, so wie es viele High-Carber propagieren. Im Endeffekt ist der Energiegehalt der gleiche. Im Endeffekt ist es dann halt ein bisschen mehr Stärke und euer Körper hat davon länger was, als wenn ihr euch dann das reine Zuckerzeug im Endeffekt reinzieht. Also von daher keine Angst, wenn die noch ein bisschen grün sind, aber die sehen ja eigentlich ganz gut aus. Ansonsten habe ich heute Morgen mal getestet, den Blutzuckerwert bei Eiweißbrot ist nur leicht hochgegangen, gar nicht mal so viel, von 91 auf 105 hatte ich dann gemessen, nach einer halben Stunde, 40 Minuten ungefähr. Und von daher kann man davon ausgehen, dass es einen jetzt nicht unbedingt völlig rausreißt. Und gleich nochmal ein bisschen was zum Thema Insulinresistenz, weil ich da einige Sachen gelesen habe, die ziemlich komisch sind. Ketogene Ernährung soll ja Insulinresistenz hervorrufen oder sonst was, was natürlich generell Blödsinn ist, weil es da doch noch ein paar Unterschiede gibt. So, dann stand natürlich ein bisschen Fahrradfahren auf dem Programm. Entweder 5 Kilometer laufen oder Fahrradfahren. Da meine Knie noch so wehtaten, habe ich natürlich das Fahrradfahren genommen heute. 20 Minuten einfach voll durchtreten, Kalorien verbrauchen und sich überhaupt natürlich irgendwie bewegen. Dann kam ein bisschen Bankdrücken, das habe ich auch gemacht. Krafttraining heute nach meinem System, was ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, hat auch ordentlich reingehauen. Da lasse ich mir jetzt die nächsten Tage so richtiges einfallen und werde so richtig Gas geben. Natürlich darf auch ein bisschen Bizeps-Curls nicht fehlen an der SZ-Stange. Genauso gut wie Schulterdrücken und den Rest habe ich dann in der Halle gemacht beim Leichtathletiktraining. Also ein richtig geiler Tag. So, zwischendurch gibt es auch noch einen kleinen Müsli. Das ist da ein bisschen Sojaflocken mit drin hier. Ein bisschen Zartbitterschokolade, wo auch keine Milchprodukte drin sind. Dann Weizenkleie, Sonnenblumenkerne, Leinsamen. Und das gibt es jetzt einfach so trocken. Das schmeckt eigentlich auch ganz gut. So, zwischendurch gibt es dann jetzt einfach so ein paar Bohnen hier. Und die esse ich jetzt vor dem Training. Also Kohlenhydrate wieder vor dem Training. Und danach halt das Fett. So, und wir schauen uns doch mal den Tag von heute an und schauen einfach mal, wie die Daten aussehen. Heute natürlich durch die Banane und den Pummelhof, heute ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu mir genommen, natürlich auch die Bohnen dabei, wobei das natürlich mehr aus Stärke und Disacchariden besteht. Und damit komme ich heute auf ein paar mehr Kohlenhydrate, 85%. Die habe ich aber immer, oder 85 Gramm, die habe ich natürlich immer vor dem Sport gegessen. Eiweiß relativ niedrig, Fett auch relativ niedrig. Aber ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich relativ satt und relativ gut. Auf meine Kalorien komme ich heute eigentlich nicht, weil ich mich wirklich sehr satt fühle. Gerade noch durch den Rest der Suppe, die ich hatte. Durch die Bohnen, die haben ziemlich gesättigt. Dann zwischendurch noch die Mandeln und so weiter. Jetzt hätte ich natürlich heute noch, um auf die Kalorien zu kommen, das wäre jetzt auch kein Problem gewesen, hätte ich jetzt einfach hier noch ein paar Macadamia-Nüsse, eine ganze Tüte reinhauen können. Dann wäre das kein Problem gewesen, auf
die Verteilung auch zu kommen, 72% Fett und das ist kein Problem. Aber die lasse ich heute weg, weil ich das einfach mal nutze, um auch ein bisschen abzunehmen, ein bisschen runter zu definieren, sage ich mal in Anführungsstrichen. Schauen wir uns mal die Werte weiterhin an. Und zwar haben wir natürlich heute auch wieder relativ wenig Kalzium und Zink, genauso wie gestern, obwohl ich heute auch ziemlich viel Bohnen und wo ist es denn? Blumenkohl ist wieder mit dabei gewesen. Klar, Sonnenblumenkerne mal ein bisschen durchgemischt, natürlich auch Banane. Ist trotzdem relativ niedrig und wieder genau das gleiche Problem wie gestern eigentlich. Isoleucin ist relativ niedrig und generell der Proteinanteil natürlich auch. Für eine normale Diät, sag ich mal in Anführungsstrichen, wenn man abnehmen möchte, wenn man sich normal ernährt, einen normalen Tag hat, ist das auch überhaupt gar kein Problem. 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, völlig ausreichend. Allerdings für den sportlichen Umfang, den ich doch habe, gerade wenn ich Muskelaufbau betreiben möchte, ist das dann doch ein bisschen zu wenig. Und da sehe ich aktuell einfach nicht den Vorteil, wenn ich das Ganze vegan weiterführen möchte. Auch wieder Vitamin B3 schwierig, da müsste ich jetzt noch ein bisschen mehr Öl, Sonnenblumenkerne oder sowas dabei nehmen, damit ich das dann decke. Ansonsten die restlichen Vitamine, Vitamin C und so weiter, natürlich alles im grünen Bereich. Vitamin B12, wisst ihr Bescheid, supplementieren, fertig, als Veganer. Insulin ist heute bei 32%, weil ich natürlich auch entsprechend viel Obst jetzt gegessen habe. Da werde ich morgen schauen, wie sich das Ganze ausgewirkt hat. Es gab auch mal Tage, wo ich ebenfalls so hoch war, obwohl hier ist noch eine andere Berechnung drin, deshalb zählt das eigentlich nicht. Ich würde sagen, das sind die Daten. Generell kein Problem, sich dementsprechend zu ernähren. Allerdings Low Carb doch eher schwierig, vegan zu gehen, gerade wenn man auch sehr viel Sport macht. Da müsste man erstmal gucken, wie sich das auf Dauer entwickelt, ob man jetzt vielleicht doch Tofu oder so mit einbaut, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, irgendwelche Sojaprodukte mit einzubauen, weil diese eben doch eventuell in größeren Mengen auch negative Auswirkungen haben können, weil sie eben auch ganz normale verarbeitete Produkte sind und auf die ich eigentlich verzichten möchte. Ansonsten sind eigentlich alle Produkte hier natürlich, bis auf die Schokolade natürlich. Aber da ist jetzt auch nicht so viel chemisch verarbeitet, sag ich mal. Das sieht bei den Tofu-Sachen schon ein bisschen anders aus, teilweise. Ansonsten schauen wir mal, ob ich morgen immer noch in der Ketose bin oder nicht. Ich werde das jetzt nach dem zweiten Tag abbrechen. Heute habe ich übrigens auch ein bisschen mehr gewogen. Habe natürlich gestern auch mega viel Suppe gegessen. Das wurde dementsprechend auch eingelagert, ein bisschen mehr Kohlenhydrate. War heute Morgen aber trotzdem noch in der Ketose laut Keto-Sticks. Heute Mittag nicht mehr nach der Banane und Pampelmuse. Obwohl ich direkt danach Krafttraining gemacht habe und 20 Minuten Radfahren, werden wir schauen, wie es morgen früh aussieht. Also laut Keto-Sticks jetzt. Ich habe jetzt nicht die Blutwerte genommen, die nehme ich morgen früh. Ansonsten ist das möglich, ist eine Ernährungsvariante, ist eine Diätvariante, eine vegane Diätvariante, vegetarisch-vegan, die ich auf jeden Fall mit Leuten, die sich dafür interessieren, durchführen kann, die auch ketogen, vegan eventuell leben möchten. Ich persönlich würde trotzdem diese Ernährungsform nicht machen, vegan. Ich würde immer noch zum Beispiel würde ich jetzt heute einfach nochmal einen Joghurt mit reinhauen und eventuell ein bisschen entweder Räucherlachs oder sowas und so 100 Gramm Räucherlachs und dann sieht die ganze Sache nämlich schon ein bisschen besser aus. Dazu vielleicht noch einmal die Woche ein bisschen Leber und dann hat sich die ganze Sache auch, dann sieht es besser aus mit dem Eiweiß, auch mit dem Kalzium und mit den BCAAs. Wenn ich jetzt natürlich sehr viel Sport machen würde, heute noch, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen, sortieren wir mal nach Eiweiß, Thunfisch nicht unbedingt, irgendwas Fettiges noch dabei nehmen, zum Beispiel Steak jetzt auch nicht unbedingt, Hähnchenleber natürlich, nicht Hähnchenbruststreifen, Hähnchenleber würde ich dabei nehmen und ja, vielleicht, genau, was ich vergessen habe, Gouda würde ich dabei nehmen. Gouda habe ich sowieso immer jeden Tag dabei. So sehe jetzt halt der
tierische Konsum mit dabei aus, den ich halt, gut, die Leber esse ich nur einmal die Woche, aber das würde ich täglich an tierischen Produkten dabei essen. Ist jetzt auch kein Fleisch dabei, geht auch ohne. Also Rahmjoghurt, ein Räucherlachs, 100 Gramm und Gouda. Und damit fühle ich mich definitiv sicherer, was die ganzen Werte angeht. Auch hier Calcium, Zink und die ganzen Vitamine. Vitamin B3 könnte man jetzt nochmal die Sonnenblumenkerne auf eine ganze Portion erhöhen. Dann ist man da eigentlich auch auf der sicheren Seite. So sehe jetzt ein normaler Tag bei mir aus. Halb vegan, würde ich sagen, 3 Produkte, tierische Produkte, die dann in hoher Bio-Qualität vielleicht und ein bisschen teurer, wie auch immer. Auf jeden Fall finde ich das dann im Endeffekt für meine sportliche Leistung ausreichend. So einen Tag würde ich dann auch normal nehmen. Ja. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, ist, wenn ich jetzt diese Sachen hier wieder rauslasse und die Sonnenblumenkerne mal wieder auf 0,2, nein, 0,4 hatte ich, 10 Gramm, dann sieht man hier oben die Verteilung, 58% Fett. Jetzt bin ich aber im Defizit, jetzt muss man noch berechnen, dass Körperfett mit dabei kommt, also wäre ich theoretisch bei 73% und 15% Kohlenhydrate. Wie sich das morgen auswirkt, das sehen wir dann. So viel zu den Daten heute. So, meine lieben Party-People, ich habe alles heute wieder geschafft. Ich konnte heute aber nicht laufen, da mein Knie noch ein bisschen überbelastet ist. Vielleicht kennt ihr das, wenn der eine oder andere mal längere Strecken läuft, dass dann so die Innenseite der Patella, ich weiß nicht, ob es die Patella dann ist oder die Sehnen drumherum, dass die halt ein bisschen überbelastet sind, gerade wenn man bergab läuft und so weiter. Kennen eigentlich sehr viele Läufer, die dann eben sehr lange Läufe machen. Deshalb habe ich heute gesagt, mache ich ruhig, fahre ich eine Runde Fahrrad, 20 Minuten, entweder 20 Minuten laufen, 20 Minuten Fahrrad, hat sowieso geregnet. Von daher kam mir das ganz gelegen, gerade noch Training in der Halle gemacht und dann den zweiten Trainingsblock auch geschafft. Und somit heute wieder alles abgehakt und sehr geil. Bin heute auch dann wieder auf, ja, ich denke mal, 3000 Kilokalorien oder darüber werde ich heute doch noch kommen. Also nicht gerade wie in meinem Ernährungsvideo 2400, habe ich sogar noch mehr verbraucht und gerade mal die Hälfte gegessen. Ist vielleicht eine ganz gute Sache, eine Diät zu starten, so würde ich einfach mal behaupten. Ja, das Vegan, da mache ich jetzt mal ein kleines Fazit zu. Ist definitiv machbar, vor allen Dingen auch in einer Diät. Wenn man ketogen Diät machen möchte, Low Carb, ist es auch möglich, das Ganze vegan zu gestalten. Da kann man natürlich noch ein bisschen rumspielen, auch Tofu einspielen oder auch Tofu-Würstchen oder irgendwelche verarbeiteten Produkte. Mein Anspruch an die Ernährung ist es aber, und das wisst ihr ja auch, möglichst unverarbeitete Produkte zu mir zu nehmen. Da ist es dann egal, ob es jetzt Fleisch ist oder Gemüse, Obst oder sonst was. Unverarbeitet soll es sein. Ich nehme auch keine verarbeiteten Fleischprodukte in großen Mengen zu mir. Kommt natürlich mal vor, gerade wenn es jetzt Gouda ist oder sowas, Käse. Aber das ist dann nicht chemisch behandelt, großartig. Ja, es ist definitiv möglich, aber für mich als Ausdauersportler, wenn ich so große Trainingsumfänge habe, wo ich dann schon mal 2.000-3.000 Kilokalorien am Tag extra verbrauche, alleine durch Sport, kommt es für mich nicht in Frage, mich vegan zu ernähren, ohne Nahrungsergänzungsmittel. Da müsste ich wirklich Proteinpulver nehmen, genauso wie es Patrick Baboumian auch immer sagt, dass es ohne nicht klappen würde. Da bin ich voll hinter ihm. High Carb oder mit noch mehr Kohlenhydraten würde es wahrscheinlich klappen. Da müsste man dann solche Sachen wie Haferflocken mit einbauen und dann würde das Ganze wohl gehen. Ein bisschen mehr Linsen und sowas, dann geht das auch, seinen Proteinbedarf wahrscheinlich zu decken. Allerdings habe ich immer noch bei ein, zwei Mikronährstoffen dann immer noch so ein bisschen Bedenken. Das ist natürlich die essentiellen Aminosäuren, BCAAs. Nicht alle immer hundertprozentig gedeckt. Vitamin B3 war auch nicht so pralle. B12, okay, kann man supplementieren. Aber ich möchte jetzt nicht alles, wo ich einen Mangel hätte oder wo ich Gefahr laufe, vielleicht einen Mangel zu haben, supplementieren. Und von daher werde ich Tierprodukte mit einbauen. Ich überlege gerade, also Steak und sowas habe ich schon wirklich lange nicht mehr gegessen. Also Fleisch eigentlich vom Tier auch schon lange nicht mehr, bis auf die Leber. Die baue ich definitiv ein. Leber wird mir keiner irgendwie schlecht reden. Auch wenn einige sagen, die ist schadstoffbelastet, ist nicht mehr so. Das war auch mal vor
ein paar Jahren. Und gerade wenn man Leber hier auf dem Bauernhof kauft, Bio, ist sehr günstig. Und die Tiere werden da wirklich dann mit dem entsprechenden Gras gefüttert, was dort wächst. Und von daher mache ich mir da ehrlich gesagt keine Gedanken um die Schadstoffe, wenn es wirklich daher kommt. Und das ist günstig trotzdem. So, ja, so viel zu dem Experiment. Jetzt vor dem Sport, also wenn man sowas vielleicht macht, sich Low Carb vegan zu ernähren, vegetarisch ist wahrscheinlich noch besser, dann würde ich wohl raten dazu, oder dazu raten, die Kohlenhydrate vor den Sport zu legen, damit ich diese extra Kohlenhydrate, die extra Glucose zur Verfügung habe, wenn ich den Sport mache, dass ich da vielleicht noch so einen kleinen extra Push habe. Ich meine, ich hatte jetzt heute 50 Gramm Kohlenhydrate mehr als sonst, 40, 50. Die verbraucht man beim Sport aber relativ schnell. Das sind 200 Kilokalorien. Da bist du nach 2 Kilometern bist du damit durch. Und von daher denke ich mal, ist das wohl machbar. Das Thema Fructose und Zucker, das behandle ich morgen mal. Da ist jetzt auch was Neues rausgekommen, dass es krebserregend ist. Was auch noch ein Thema war, wo ich mich heute auf Facebook unterhalten hatte, war, ja, jemand hatte mein Video gepostet mit dem 4 Wochen, ich glaube Sören war es, ne? Mit dem 4 Wochen überkalorisch essen, und da hat dann jemand drunter geschrieben, ja, viel Spaß bei der Insulinresistenz oder sonst was. Und dann, ja, ohne überhaupt irgendeine Quellenangabe, es gibt dazu keine, ja, eine Insulinresistenz wird man davon nicht bekommen. Nicht die Insulinresistenz, die sich einige davon darunter vorstellen. Natürlich fährt der Körper ganz normal, das ist eher physiologisch bedingt dann, den Glukosestoffwechsel runter, weil er eben keine Glukose hat. Das ist doch ganz normal. Genauso wie er den Fettstoffwechsel runterfährt, wenn ich mir Glukose reinhaue ohne Ende. Der passt sich eben dementsprechend an. Das heißt aber nicht, dass ich mein Leben lang dann insulinresistent werde, Diabetiker werde, nur weil ich für längere Zeit nur auf Fette zurückgreife. Außerdem gehe ich sowieso nie auf 0 Gramm Kohlenhydrate. Das heißt, ich habe dann immer noch meine 50 Gramm dabei und bei Wettkämpfen oder so vielleicht ein bisschen mehr. Dann habe ich immer noch Obst und Gemüse dabei, die den Insulinspiegel anregen. Nicht so viel wie natürlich, wenn ich mich normal ernähre. Und außerdem Proteine und so weiter, die ich dann auch in meiner Ernährung habe, die regen ebenfalls den Insulinspiegel an. Ein bisschen Gluconeogenese und all so ein Scheiß. Und dann wird der Körper nicht dazu hinkommen, insulinresistent zu werden. Es gibt auch Heilfasten, was wirklich in Krankenhäusern durchgeführt wird, über mehrere Wochen und so weiter. Und mir ist bis jetzt eigentlich noch nicht wirklich... Ich habe jetzt gesucht danach, nach einer Studie, nach irgendwas, wo wirklich normale Personen, die jetzt keine Stoffwechselstörung haben, Glukosestoffwechselstörung oder was auch immer, die dann insulinresistent dadurch geworden sind, durch die ketogene Ernährung. Es ist natürlich so, wenn ich eine Fettstoffwechselstörung habe und mich ketogen ernähre, wo die Hauptenergie aus Fett gewonnen wird, wenn da irgendwas nicht funktioniert, bei der Fettumwandlung oder sonst was, dann ist klar, dass da irgendwas nicht richtig sein kann. Deshalb probiere ich das aus, entweder die ketogene Ernährung klappt oder nicht. Wenn sie nicht klappt, wenn ich irgendwelche Probleme bekomme, ich regelmäßig zum Arzt gehe, Blutwerte checken lasse und der Arzt ein Auge drauf hat, wenn ich mich umstelle, wenn ich vielleicht sonst irgendwelche Probleme habe, dann ist alles auf der sicheren Seite. Und dann ist mir persönlich jetzt auch sonst keine, es gibt einfach keine negativen Auswirkungen von der ketogenen Diät. Auch nicht Cholesterinspiegel. Wer das immer noch behauptet, der gehört auch an die Wand geklatscht. Und genauso wenig wie HDL, LDL, Triglyceride. Natürlich steigen die ein bisschen, weil der ganze Körper damit arbeitet und die von links nach rechts. Aber ich habe euch in den letzten Videos schon eine Studie gezeigt mit den 121 Kindern oder so. Die Werte sind im ersten Monat ein bisschen gestiegen, weil der Körper eben damit arbeitet, aber nicht gefährlich, keine Stoffwechselstörung, sonst was. Und die Werte sind konstant geblieben über die ganzen 12 Monate oder 24 Monate, solange wie sie es gemacht haben. Also, wenn ihr wirklich Studien habt oder irgendwelche Ergebnisse oder was auch immer, wo negative Eigenschaften von der ketogenen Ernährung an normalen Menschen, nicht an Ausnahmepersonen oder sonst was, gezeigt werden, dann schreibt sie mir doch einfach mal unten rein. Dann schaue ich mir das natürlich gerne mal an, weil ich natürlich auch selber das Beste für mich möchte und für den Sport. Und von daher
denke ich mal, war es das heute zum Thema Insulinresistenz auch. Ihr werdet übrigens insulinsensitiver. Das ist was anderes. Das ist das nämlich, warum diese Ernährung auch für Diabetiker Typ 2 zum Beispiel sehr gut geeignet ist. Ich habe es euch schon tausendmal gesagt, am Beispiel meiner Oma jetzt. Sie hat alle Werte wieder im normalen Bereich gekriegt durch die High-Fat-Ernährung und von daher gibt es da für mich eigentlich im Moment nicht wirklich was dran zu rütteln. Auch wenn einige meinen, es wäre schlecht. Habt ihr es selber ausprobiert? Habt ihr es wirklich schon mal gemacht? Und habt ihr euch wirklich schon mal damit beschäftigt? Dann könnt ihr vielleicht einen Kommentar gerne reinschreiben. Ja. Und ohne Refeed Day oder sowas. Da frage ich nämlich, habe ich jetzt auch unter dem Post gelesen, ja, ich habe dann immer Refeed Day gemacht und so. Natürlich sind deine Glukosespiegel dann zu hoch, wenn du einen Refeed Day machst. Refeed Day gehört nicht in eine ketogene Ernährung. Anabole Diät ist nicht gleich ketogene Diät oder Ernährung. So, war's für heute. Ziemlich langes Video. Also, bis morgen und wir sehen uns.